Das Spiel für Eurobrunn ist aus. Das Formel-1-Team von Walter Brunn, Automatenhändler, Geschäftsmann in vielen anderen Branchen und erfolgreicher Autorennfahrer, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Nach 3 Jahren zieht sich Walter Brunn aus dem Abenteuer zurück, das er von seinem Stanser Geschäftssitz aus mit großem Engagement und viel Optimismus unternommen hatte. Formel 1 ist auch die höchste Klasse im Motorsport. Und wenn wir die Art Sportart, die wir bis jetzt gemacht haben, oder, erfolgreich war, dann reizt es einem einfach aufzusteigen. Mit einem Budget von rund 6 Millionen Franken startete Walter Brunn 1988 in die erste Saison. Zusammen mit seinen italienischen Partnern, die innerhalb kürzester Zeit einen Wagen bauten. Große Hoffnungen setzte Walter Brunn in die Fähigkeiten des Chefs seiner italienischen Partner, Giampaolo Pavanello, der früher für Alfa Romeo Formel 1 Boliden gebaut hatte. Also, wenn man mal den Pavanello so kennt, muss man sagen, er ist gar kein richtiger Italiener. Er ist ein absoluter Krampfer, er schafft also Tag und Nacht. Und er hat eigentlich viel Schweizer Allüre. Schon bald tönten die Kommentare über die italienischen Partner weniger freundlich. Mit gutem Grund. Die Autos von Eurobrunn kamen in den wenigsten Fällen über die Vorqualifikation hinaus. Plätze unter den ersten 6, die WM-Punkte gebracht hätten, waren völlig außer Reichweite. Walter Brunn blieben lediglich die Verluste. Unternehmer Brunn war auch mitbeteiligt, als Bernie Ecclestone seinen Brabham-Rennstall verkaufte. Die Beteiligung Brunns an diesem zweiten Team dauerte indes nicht lange. Bevor er sich die Finger verbrennen konnte, stieß Brunn seine Anteile wieder ab. Mit Gregor Feutek engagierte Walter Brunn Ende 1988 einen neuen Fahrer für Eurobrunn. Ort der Vertragsunterzeichnung: das Fernsehstudio. Die Hoffnungen auf ein Schweizer Formel-1-Wunder erfüllten sich indes nicht. Auch mit Feutek am Steuer kam Eurobrunn meistens nicht über die Vorqualifikation hinaus. Woran lag es? Ein zu langsames Auto. Das sollte sich Mitte 1989 ändern. Das Team von Eurobrunn erhielt einen neu entwickelten orangefarbenen Wagen. Doch bereits im ersten Training knickte eine Strebe. Und zählbare Resultate blieben auch in der Folge aus. Gregor Feutek warf kurze Zeit später entnervt das Handtuch. Weil man hat ganz stark das neue Auto gekauft, dass wenn das kommt, das dann klappt. Aber das neue Auto ist noch schlechter als alt. Also hat es mir gar keinen Wert zum Weitermachen. Walter Brunn machte diese Saison noch weiter. Allerdings startete auch 1990 das Formel-1-Feld meist ohne Wagen von Eurobrunn. Walter Brunn, der sonst im Automobilrennsport große Erfolge errungen hat, verlässt die Formel 1 somit einem 11. Rang als bestem Resultat. Viel Aufwand, wenig Ertrag. Heute Abend als Gast bei uns live im Timeout der Walter Brunn. Guten Abend, Brunn. Guten Abend. Gestern hat es am Grand Prix Japan einen Doppelsieg von Benetton gegeben. Euer ehemaliger Fahrer Roberto Moreno ist auf Anhieb Zweiter geworden. Als er noch für euch gefahren ist, da hätte er sich meistens nicht einmal für das Training qualifizieren können. Warum nicht? Ja, ganz klar. Ich meine, das Benetton-Team ist nach McLaren und Ferrari für mich das drittbeste Team. Der Fahrer ist sehr gut. Ich glaube, alle unsere Fahrer sind nicht schlecht gewesen. Wie gesagt, der Modena habe ich sicher in die Formel 1 gebracht. Er ist ein guter Wert bei Brabham. Und dass der Moreno gut ist, hat man immer gewusst. Er hat einfach das Pech gehabt, dass er immer in nicht so gutes Team war. Also, ihr seid ein schlechtes Team. Wenn die anderen ein besonders gutes Team sind, dann ist euer Team ein schlechtes Team. Wir sind sicher ein schlechtes Team. Oder? Er war vorher bei Coloni und das ist genauso schlecht wie mir. Oder? Und darum hat er dort auch keinen Erfolg gehabt. Und wir haben das Gefühl gehabt, wir könnten ihm ein besseres Auto geben. Und das war nicht der Fall gewesen. Vor 3 Jahren, als ihr eingestiegen seid in die Formel 1, hat er gesagt, ich gebe mir 3 Jahre Erfolg zu haben. Jetzt ist der Erfolg ausgeblieben. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Thesen, die man anwenden kann, sagen, warum hat er keinen Erfolg. Ich möchte 2 Thesen riskieren und von euch gerne hören, was ihr dazu sagt. Die erste These: Ihr habt euch zu wenig vollkommen engagiert in dieser Formel 1. Ihr seid selten an den Boxen gewesen, man hat euch zu wenig gesehen an den Rennen. Ihr habt die Formel 1 mehr ein bisschen nebenbei gemacht und das liegt jetzt in dieser Sportart wirklich nicht drin. Ja, das ist so. Mein Herz schlägt ganz klar für den Sportwagen. Das wissen alle Leute. Ich bin dort immer dabei und ich kann nicht beiden Orten dabei sein, das ist klar. Ich hatte Partner, die vorher, bevor ich mit ihnen Formel 1 gemacht habe, auch Formel 1 gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, sie können es. Und sie haben es halt doch auch nicht so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich glaube, das Hauptproblem sind einfach die Finanzen. Wenn ihr heute sagt, dass die gute Team nehmen, der Moreno, der hat
dann fährt in einem Team, das 100 Millionen Franken im Jahr zur Verfügung hat. Und wir haben 5 Millionen Franken. Und wir haben einen Motor, der leistet 570 PS und die anderen haben einen Motor, der leistet fast 700 PS. Und da muss man einfach nicht mehr lange suchen. Und wir haben in der Schweiz einfach nicht Leute, die uns die Möglichkeiten geben, dass wir so viel Geld zur Verfügung haben. Die Schweiz ist ein kleines Land, hat wenig Autoindustrie. Das heisst, wir bauen überhaupt keine Autos. Wenn heute eine Automobilfirma grosse ihre Anzahl Autos zusammenzählt, die sie in der Schweiz verkauft, sind wir absolut uninteressant. Wir haben einfach viel, viel zu wenig Unterstützung und das wird immer so sein. Und ich glaube nicht, dass in den nächsten 10 Jahren ein Schweizer Team in der Formel 1 wird Erfolg haben. Kommen wir zur zweiten These. Ihr habt zwar immer wieder geschumpfen über einen italienischen Teil von der Eurobraun, aber offenbar habt ihr euch ihnen gegenüber nicht können durchsetzen. Ja, also geschumpfen, ich tue eigentlich nie schimpfen. Ich habe einfach gesagt, sie machen vielleicht nicht alles so, wie ich es würde machen. Ihr seid nicht glücklich mit ihnen. Ich bin nicht glücklich mit ihnen. Warum habt ihr euch nicht durchgesetzt ihnen gegenüber? Ja, wir haben Verträge und ich respektiere Verträge. Oder? Und eine Abmachung ist eine Abmachung und ich glaube, ich habe mich einfach letzte Zeit nicht mehr ärgern und bin ich nicht mehr trennen gegangen. Hat sich die andere Seite an die Abmachung gehalten? Also ich habe mich sicher daran gehalten. Die andere Seite? Ich meine, dass sie sich daran an die Verträge gehalten haben mit einem guten Auto, ja, sie haben es einfach nicht besser können. Das... Wenn ihr jetzt so im Rückblick ganz ehrlich seid, hättet ihr vor 3 Jahren nicht bereits können wissen, dass ihr als, ihr habt im Vorgespräch das Wort Clown braucht, keine Chance hat in einem Zirkus von Giganten? Vor 3 Jahren war es noch nicht ganz so schlimm wie jetzt. Also die Formel 1, glaube ich, kostet jedes Jahr um das Doppelte mehr. Also das ist sicher ungefähr so. Also sagen wir, mit 10 Millionen hätte man vor 3 Jahren noch in der Formel 1 sein können. Heute kann man mit 20 Millionen nicht mehr in der Formel 1 sein. Schauen wir mal unsere Konkurrenten an, die nehmen an Ligier, die haben ein Budget von 25-30 Millionen Franken. Die sind die erste Hälfte der Saison nicht besser gewesen wie wir. Und das reicht heute einfach nicht mehr. Und meine Konsequenz ist nicht nur, dass ich jetzt höre, weil wir so Misserfolg haben. Konsequenz zum Hören kommt auch da davon her, dass wir einfach auch mit 20 oder 30 Millionen, wenn ich die noch hinbringe, wir keine Chance haben, vorne mitzufahren. Vorne fahren einfach 2 Teams und dann kommt das Loch. Und dann gibt es noch 4, 5 Teams und dann gibt es das grosse Loch. Und das wird auch die nächsten 4, 5 Jahre so sein. Was sagt ihr, wenn jetzt jemand sagt, wahrscheinlich seid ihr schon ein bisschen naiv gewesen vor 3 Jahren? Ja. Also der kleine Bruder aus der Schweiz hat das Gefühl, er könne mitmischen, weil das müsste er ja haben, sonst hätte er das ja wahrscheinlich nicht gemacht. Ja, ich meine, im ersten Jahr sind wir doch ab und zu noch mitgefahren und wir sind sogar in Monaco an 6. Stelle gewesen, bevor der Larauri rausgeflogen ist. Also so schlecht war das erste Jahr nicht gewesen. Und da hat man auch gesehen, dass man eigentlich noch mitfahren könnte. Und man muss einfach sehen, wir haben immer den gleich gute, respektive den gleich schlechten Motor gehabt, wie vor 3 Jahren. Die anderen haben die Motoren um 100 PS besser gemacht. Und wir fahren immer noch mit dem gleichen Motor. Wir sind zum Beispiel dieses Jahr in Monaco 3 Sekunden schneller gewesen wie vor 3 Jahren. Aber wir konnten uns nicht mehr qualifizieren. Ist der Abschied aus der Formel 1 ein endgültiger? Also im Moment sicher. Also, es ist einfach so, wir sind in Verhandlungen bei den Sportwagen mit grossen Automobilkonzernen. Und wenn die natürlich die Formel 1 gehen wollen, wenn die mit uns gehen wollen, wir haben sicher die Erfahrung gemacht und wir haben sicher die Leute, die das Auto bauen können. Bei uns ist es sicher nicht am Chassis gelegen, sondern bei uns liegt es an der PS. Und nur damals muss das Geld zuerst da sein, bevor ich wieder in die Formel 1 gehe. Also es ist nicht unbedingt ein endgültiger Abschied? Nein, wir haben jetzt einfach mal aufgehört. Wir haben auch die Saison fertig gemacht. Es war so, dass wir angefragt worden sind von höchster Stelle, von unserer FISA, von der FOCA, dass wir unseren Fahrer würden auslehnen. Und dann hat es geheißen, wenn wir den Fahrer geben, würden sie verzichten, dass wir in Japan und Australien fahren müssen. Darum haben wir uns zurückgezogen. Also wir haben uns anständig aus der Formel 1 zurückgezogen. Besten Dank für das Gespräch und euren Besuch bei uns im Studio, Walter Braun.